Das muss nicht immer so ernst zugehen, wenn man Industrieanlagen projektiert und da Programme schreibt und so weiter. Ich habe das dann noch ausführlicher erklärt in einem ausführlicheren Video, aber dass man es auch lustig gestalten kann, ist mal eine ganz andere Sache. Gucken wir uns mal die Anlage an. Hier läuft allerlei, hier kann man sich irgendwelche Kurven mit anzeigen. Das geht alles, das ist alles kein Problem. Das geht auch hardwaremäßig, ich habe das hier softwaremäßig mal gezeigt. Man kann hier eine Kamera simulieren, man kann alles Mögliche machen, irgendwelche Abläufe kontrollieren. Man kann hier, wenn der LKW langsam voll wird mit Abfallkartons, die hier oben immer rausfallen, kann man dann auch sehen, dass der Haufen wächst da drin. Immer wenn genug im LKW ist, fährt er dann weg. Hier hat er einen Pufferspeicher und so weiter und so fort. Aber jetzt machen wir die ganze Sache mal ein bisschen lustiger. Wir lassen den armen Kerl hier, der die Goldbahn gebracht hat, einfach mal stolpern. Was passiert, wenn man die Anlage nicht richtig anpasst? Naja, dann geht es hier oben nicht weiter. Es kommt nichts Vernünftiges bei raus, wird ja auch nichts reingefüllt. Und hier kommt ein Karton zum anderen, der Haufen wächst und wächst und wächst. Und der Unternehmer, der praktisch den Abfall abtransportiert, der freut sich natürlich über die vielen Papierabfälle. Die rote Kurve steigt an und so weiter. Die Kurven, die kann man für ganz ernsthafte Hintergründe nehmen. Das ist eine ganz andere Geschichte. Ich wollte nur mal zeigen, dass das alles geht und verweise dann hier zum Schluss nochmal auf das Video, wo ich etwas ernsthafter auf die Sache eingehe. Lassen wir den Kerl wieder aufstehen. Das tut ja auch weh, der hat sich auch das Bein gehalten. So, und schon läuft es wieder besser, und wenn man es noch besser macht, dann wartet die Anlage immer, bis wirklich befüllt ist. Dann kriegt der nichts mehr ab und so weiter. So, ja, der Link müsste jetzt gekommen sein. Wie gesagt, ausführlich geht es dann im nächsten Video weiter, und wie man das alles macht und gestaltet und so weiter, werde ich vielleicht auch noch ein paar Videos machen. Gut, also, ich wünsche euch was.